Bei so einem Bike stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht man das? Schauen wir mal, wie die Bremse greift. Supi, 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 supi. Die erste Supersportler, die ich für euch mal in einem Fahrbericht vorstelle. Die erste Generation der RR kam circa vor 10 Jahren heraus. Nun ist die RR in einer fast perfekten Version auf dem Markt. In vielen Foren bekamen sie recht schnell den Spitznamen Beamer. Übrigens, die S1000 RR K46 Modellbezeichnung ist als Homologationsfahrzeug für die Teilnahme an der Superbike-Weltmeisterschaft konstruiert. Diese Schönheit, das ist die Intern K67, sie hat in allen Bereichen eine Überarbeitung von den Ingenieuren bekommen. Und überarbeitet wurde viel, sagt BMW, fast jedes Bauteil. Ergebnis: weniger Gewicht, bessere Leistungswerte und mehr aktive Sicherheit. S1000 RR in einem Grau. Mega, mega, mega. Das sieht mal. Hey, die Jungs. Das sieht echt unfassbar sportlich aus. Ja, es ist halt ein super Sportler. Und das zeigt die BMW auch absolut im Design. Schaut euch an, hinten der Spoiler, der Sitz im Prinzip für den Sozius nach oben gerichtet. Hier, ja, angedeutete Lufteinlässe, der Rahmen kupferfarben, Motor Quickshifter, dann das Orange S1000 RR, so in Neon-Orange, aber von der Gestaltung her das Grau gefällt mir absolut gut, passt zu meinem Helm. Dann vorne. Freunde, vorne, was ist das für ein Design? Jetzt endlich mal, ich mag es nicht, symmetrisch, beide Scheinwerfer in LED-Technik angeordnet. Perfektes Design. Keine Blinker, die irgendwo stören, sondern hier integriert in den beiden Seitenspiegeln. Und auch hier wird das Rahmenkonzept fortgesetzt im Motordeckel. Kupferfarben. Schon vom Auftritt, schon vom Design begeistert mich die RR. Da kriegt man einfach Bock draufzusteigen und loszufahren. Der Motor ist ein rein Vierzylinder mit variabler Ventilsteuerung und 999 Kubikzentimeter Hubraum. Er leistet 207 PS bei 13.500 Umdrehungen in der Minute. Das ist schon wirklich sehr beachtlich. 113 Newtonmeter liegen an bei 11.000 Umdrehungen in der Minute. Das Besondere, die RR hat eine Drehmomentkurve von mindestens 100 Newtonmeter im Drehzahlband zwischen 5.500 und 14.500. 100 Umdrehungen in der Minute. Das verspricht wirklich mega Elastizität. Für den Stammtisch heißt das konkret rund 299 km/h Spitze und der Sprint von 0 auf 100 wird in 3,1 Sekunden vollzogen. Vollgetankt wiegt die RR 197 Kilogramm. Wer noch ein paar Euro übrig hat und sich für das M-Paket entscheidet, hat in seiner Zulassung dann ein Gewicht von 193,5 Kilogramm. 16,5 Liter fasst der Tank und ja, das ist ausreichend bemessen zum Fahrwerk. Vorn gibt es eine Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe sind einstellbar. Die Hinterradführung geschieht über ein Zentralfederbein, auch hier sind die Zug- und Druckstufendämpfung einstellbar, wie auch die Federvorspannung. Als Option gibt es das Ganze voll elektronisch und das ist echt faszinierend. Zur Bremse vorn Doppelscheibe mit 320 mm. Durchmesser und hinten eine Einscheibe mit 220 mm. Und last but not least, die Beleuchtung ist auch derzeit angepasst. LED-Scheinwerfer vorn und Kennzeichen, Blinker, Schlusslicht und Bremslicht auch in LED-Technik.
und 18.500 Euro müsst ihr für die RR ohne große Extras auf den Tisch legen. Mit der einen oder anderen Option liegt man dann schnell bei 22.000 Euro und mehr. Besonders beliebt ist das M-Paket, dafür verlangt BMW 3.850 Euro. Dann habt ihr unter anderem Carbonräder, 3-Race-Modi, Dynamic Brake Control und einiges mehr. Ein Supersportler muss auch den Sound haben eines Supersportlers. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Wie klingt denn der Motor der RR mit 207 PS? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Vier Zylinder mit 999 Kubikzentimeter Hubraum verrichten hier ihr Werk. Und bringen einen ganz tollen Klang zustande. Aufrecht sitze, ist das eigentlich recht bequem. Das mit den Knien passt ganz gut. Kniewinkel bei meinen 1,89 auch. Da würde ich jetzt im ersten Moment denken, ganz bequem. Aber so, jetzt wurde ich etwas abgelenkt. Aber es ist kein Roadster und auch keine Touringmaschine, sondern ein Supersportler. Das bedeutet, ich sitze ganz anders, nämlich so, ganz weit nach vorne. Okay, Abstand meiner Hände, Arme am Lenker ist für mich absolut okay. Es ist halt nicht bequem, also zumindest nicht mein Fahrstil, aber man fühlt sich ganz gut so. Typisch bei BMW, eine schöne Animation, RR, und man ist im Hauptmenü bzw. in der Tacho-Ansicht. Ja. Oben die gesamtgelaufenen Kilometer, dann Dynamic, kann ich hier einstellen, die verschiedenen Fahrmodi. Wir haben Dynamic, Race, Rain, Road und wieder Dynamic. Neutral, Uhrzeit, das reicht erstmal. Wenn ich ins Menü gehe, einmal auf unten drücke und dann nochmal, sehe ich hier Sport. Schalte ich auf Sport, habe ich eine andere Cockpit-Ansicht, die gefällt mir viel besser. Und hier habe ich einmal das DTC, also die Traktionskontrolle auf der linken Seite, die mir anzeigt, wenn sie regelt. Auf der rechten Seite die Bremse, in der Mitte großer Drehzahlmesser. Für mich gehört ein Drehzahlmesser in die Mitte. Das ist bei jedem 911er so gewesen und das muss so sein. Und das blaue unten, 0 Grad Max, 0 Grad Max sind dann oder ist dann der Neigungswinkel. Ansonsten gibt es in der BMW unheimlich viele Menüeinstellungen. Telefon, klar, Media, Bluetooth, Navigation. Mein Fahrzeug zum Beispiel, jetzt habe ich einmal falsch gedrückt. Ich muss nämlich nach unten drücken, genau. Da sehe ich jetzt hier zum Beispiel die Wassertemperatur, in der Fahrt, Reifenkontrolle, Reichweite und 13 Volt, was die Batterie gerade so sagt, beziehungsweise in welchem Zustand sie ist. Dann habe ich einen Bordcomputer, dann habe ich einen Reisebordcomputer, Reifenfülldruck 2,5, 2,9 und wann der nächste Service ansteht. Bei der RR ist es ganz spannend, was man im Menü Einstellungen alles machen kann. Und zwar kann ich dort konfigurieren, das Ganze für die Rennstrecke. Und dann
ist es wirklich so, dass ich jeden einzelnen Helfer, ABS, Traktionskontrolle, Wheelie Control etc. im Detail einstellen kann, so wie ich das brauche. Sportliche Sitzhaltung, natürlich, nach vorne gebeugt, aber auf keinen Fall unangenehm. Supersportler. Und das merkt man von der ersten Sekunde an. Da ist so ein Potenzial drin in der Maschine der RR. Das ist wirklich fantastisch. Oh, das ist ja unfassbar. Uiuiuiui, ist das eine Beschleunigung. Ich habe bei Reiten nicht so ein, ja, wie soll ich sagen, ehrfürchtiges Gefühl, wie zum Beispiel bei der Kawasaki ZH2. Denn die neigt beim ordentlichen Beschleunigen dazu, gern mal das Vorderrad sehr leicht werden zu lassen. Hier bei der BMW muss man sich dank der vielen Assistenzsysteme, unter anderem der Wheelie Control, schon ziemlich blöde anstellen, die unbeabsichtigt hochzuholen. Und das gibt ein unfassbares Sicherheitsgefühl. Der Quickshifter funktioniert wunderbar. Einfach durchschalten. Das ist für mich das erste Mal, dass ich mich mit einer Supersportler fortbewege. Aber will ich nicht sagen, dass die RR das Motorrad für Anfänger ist. Nein, natürlich nicht. Aber dank der ganzen Konstruktion und der vielen Assistenzsysteme, wenn man dann eben noch ein bisschen mit Köpfchen fährt, kann man da das Risiko, dass was passiert, schon ordentlich minimieren. Wir mal, wie die Bremse greift. Ah, supi, 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 supi. Also ich muss meine Vorurteile bezüglich wie ein Affe auf dem Schleifstein bei reinen Racing Bikes echt beiseite legen. Denn natürlich sitzt man hier nicht so bequem wie auf meiner R90 Pure. Aber unbequem ist das jetzt nicht. Das ist eine gute Körperergonomie, die ich hier habe im Sitzen. Und alles andere als unbequem. Bei so einem Bike stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht man das? Und die Frage stelle ich gleich wieder hinten an. Völliger Quatsch. Die Frage stellt man sich nicht. Man braucht's, weil es Spaß macht. Bam, bam, bam. Geil. Also ich fühle mich wie eins mit der RR. Das ist eine Symbiose aus Maschine und Mensch. Also ich muss sagen, das ist Fahrspaß ohne Unterbrechung. Oder Benutzungsspaß ohne Unterbrechung. Selbst das pure Draufsitzen. Und dann hört man den Motor, bringt absolute Laune. Wirklich, das ist, ich will jetzt gar nicht absteigen, muss ich auch noch nicht, aber das macht mir komplett Laune. Ob das jetzt das tolle TFT-Display ist, die vielen technischen Helfer und Assistenten, die mir einen gewissen Schutz geben, wenn ich es nicht übertreibe, weil klar, das müssen wir alle wissen, die Physik können wir nicht überlisten. Ob das das Design ist, der bärenstarke Motor, der im gesamten Drehzahlbereich echt super läuft. Die Schaltung, die lässt sich butterweich schalten, mit dem Schaltassistenten sowieso.
Das Ding flasht mich, wirklich. Das flasht mich absolut. Die BMW S1000 RR. Ganz genial. Die S1000 RR stellt eine völlige Neukonstruktion dar, die der Vorgängerin in vielen Punkten leicht überlegen ist. Doch eins hat auch diese aktuelle Generation bewahrt: Kontinuität. Denn allen voran, die RR bleibt eine Supersportlerin der ganz besonderen Art. Konkret, auch abseits der Rennstrecke macht die BMW riesen Spaß. Überzeugt durch tolle Technik und ein Sicherheitspotenzial, das selbst für noch ungeübte Zeitgenossen, und das bin ich ganz klar, diese Maschine handelbar machen. Das war der Fahrbericht zur BMW RR. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz recht herzlich beim freundlichen Team von BMW Motorrad Driller und Schlauch in Berlin, die mir die RR zur Verfügung gestellt haben. Und ich würde jetzt mich am liebsten wieder auf das Bike setzen, denn es macht unfassbaren Spaß. Die pure Leistung, das Bewusstsein, dass das ein richtig sicheres Ding ist. Ich bin ein bisschen traurig, jetzt nicht noch weiter durch die Gegend düsen zu können. Das war's, Bike for Fun. Grüße aus der Hauptstadt. Bis bald. Tschüss.